Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Senat beschließt Doppelhaushalt, der Wahlkampf steht vor der Tür. Fashion Week eröffnet und vor der Tür demonstriert Peter. Und das Wetter, wer kann, sollte am Abend lieber zu Hause bleiben. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Berlin am Dienstag vor heftigen Gewittern. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 7. Juli. Der Senat hat am Dienstag den Entwurf für den Doppelhaushalt 2016-2017 verabschiedet. Der Haushalt ist wichtig, denn im Wahljahr 2016 können die Parteien dann auch mit nachweisbaren Inhalten und Zahlen beim Wähler punkten. Kern des über Wochen in den Ausschüssen verhandelten Papiers: Die rot-schwarze Koalition will keine neuen Schulden mehr aufnehmen, wesentlich mehr investieren und sogar Schulden tilgen. Möglich machen die ehrgeizigen Pläne in dem einstigen Haushaltsnotlageland, die gute Konjunktur, die wachsende Einwohnerzahl mit deutlich höheren Steuereinnahmen sowie die niedrigen Zinsen. Zum 30. Juni lagen die Gesamtschulden Berlins bei 60,25 Milliarden Euro. Nach den Eckwerten für den Doppelhaushalt steigen die Ausgaben von 23,6 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 24,4 Milliarden Euro in 2016, auf 25,1 Milliarden Euro in 2017. Den größten Sprung machen die Personalausgaben von 7,3 Milliarden im laufenden Jahr auf 8,1 Milliarden in 2017. Dafür sollen auch wieder nach etlichen Sparrunden mehr Personal eingestellt und zum Teil besser bezahlt werden. Wie vorher in den Medien zu lesen war, werden Polizei, Feuerwehr und Lehrerinnen aufgestockt, Grundschuldirektorinnen und Direktoren eine Gehaltsgruppe höher gestuft. Das junge Label So Popular hat am Dienstag die Sommerausgabe der Berlin Fashion Week eröffnet. Neben Understatement in Schwarz, Weiß und Grau sorgte ein militärisches Oliv für den wohl einzigen Farbtupfer. Überlange Oberteile, oft zwei- oder dreilagig in edlem Materialmix, sind zu schmalen Hosen kombiniert, gern auch mit Blicklöchern an Schultern und oder auch Knie. Bei der bis Freitag dauernden Fashion Week zeigen rund 50 renommierte Designer bei Einzelschauen ihre Frühjahrs- und Sommerentwürfe für das kommende Jahr. Zudem gibt es rund ein Dutzend Messen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Insgesamt sind mit mehr als 3000 Marken so viele Aussteller vertreten wie noch nie. Unterdessen hat die Tierschutzorganisation PETA am Morgen vor dem Brandenburger Tor gegen die Modeindustrie protestiert. Unter dem Motto "Lieber nackt als Pelz" zogen sich die Demonstranten fast splitternackt aus, um gegen die Pelzindustrie zu demonstrieren, die immer noch massenhaft an die Modeindustrie liefert. Abwärtstrend hält an. Im Juni sind insgesamt 3.023.700 Fluggäste mit Air Berlin geflogen. Auf Basis einer weitreichenden Kapazitätsreduzierung um 8,5% verringerte sich die Passagieranzahl im Vergleich zum Vorjahresmonat sowohl kapazitätsbedingt als auch aufgrund der Ferienverschiebung um 7%. Die Zahl der im globalen Streckennetz der Air Berlin von den Gästen zurückgelegten Kilometer ging analog dazu um 10% auf 4,3 Milliarden Kilometer zurück. Trotz geringerer Nachfrage aufgrund der Ferienverschiebung blieb die Gesamtauslastung nahezu unverändert und lag mit 83,6% nur 0,4 Prozentpunkte unter dem vom Juni 2014. Erster Teilerfolg. Nach der Massenentlassung am Flughafen Tegel haben die ehemaligen Mitarbeiter einen ersten Erfolg errungen. Das Arbeitsgericht Berlin erklärte den Sozialplan am Dienstag für unwirksam. Die Kündigung berührt das aber nicht. Es geht um 190 Beschäftigte, die Fluggäste abfertigen. Sie waren beim Aviation Passage Service Berlin angestellt, einer Tochter des Visa-Konzerns. Nach der Kündigung hatte der Betriebsrat den im Januar beschlossenen Sozialplan nicht akzeptiert. Das Arbeitsgericht erklärte den Sozialplan nun für unwirksam, unter anderem, weil die vorgesehenen Leistungen zu gering seien. Auszeichnung für Berliner Schulen. 16 Berliner Schulen sind am Dienstag im Roten Rathaus mit der Auszeichnung Umweltschule in Europa ausgezeichnet worden. Bereits zum 11. Mal hat die Senatsverwaltung für Bildung in Kooperation mit der GASAG das internationale Prädikat vergeben. Mit der Auszeichnung werden das besondere Engagement der Schulen zur Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie ihr Einsatz in sozialen und ökologischen Themenbereichen ausgezeichnet.
Die Kriterien der Ausschreibung waren nicht einfach. Jede Schule musste insgesamt 2 Projekte vorstellen. Ein Projekt musste sich mit dem vorgegebenen Thema Ressourcen beschäftigen. Das zweite Projekt konnte frei gewählt werden. Zudem mussten die Schulen nachweisen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung über die Projekte hinaus im Schulleben etabliert ist. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es meist bewölkt, ab und an kann es auch leichten Regen geben. Der Wetterdienst hat sogar eine Warnung vor Gewittern herausgegeben. Das Quecksilber fällt auf schwülwarme 21 Grad. Ja, und viel wärmer wird es am Mittwoch nicht mehr. Die Höchstwerte liegen bei gerade mal 23 Grad. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Auch der ein oder andere Tropfen ist nicht auszuschließen. Vor allem aber wird es stürmisch. Vereinzelt können Böen mit bis zu 80 Stundenkilometern auftreten. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Donnerstag setzt sich das stürmische Wetter noch fort und die Temperaturen fallen weiter. Maximal 18 Grad erreicht das Quecksilber noch. Am Freitag beruhigt sich die Wetterlage allmählich und pünktlich zum Wochenende lockert die Wolkendecke auch wieder etwas auf und die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.